Ach nee, jetzt war ich noch zu sehen. Wo ist denn Umdreh nochmal? Da. So, da bist du. Süß. Wir warten mal nochmal 2-3 Sekunden. Bis jetzt hat sich nämlich noch keiner eingeschaltet. So. Jetzt kommen die ersten dazu. Hallo, herzlich willkommen aus Bochum. Oh, mein Hintergrund ist richtig weiß heute. Wie immer. Ganz am Anfang stelle ich mich wie immer vor. Mein Name ist Benedikt Gottschlich. Ich leite hier im Augusta in Bochum die Geburtshilfe. Und wir haben uns überlegt, jetzt in der nächsten Zeit mal ein paar Themen abzuhandeln zur neuen Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin, die ja im Ende des letzten Jahres rausgekommen ist und die, wo wir auch schon einige Anpassungen vorgenommen haben in unseren eigenen Standards und Verfahrensanweisungen. So ganz viel mussten wir jetzt nicht ändern, aber doch an der einen oder anderen Stelle haben wir ein paar Maßnahmen jetzt oder ein paar Dinge geändert und sind eigentlich auch ganz froh über die Leitlinie, weil sie uns doch mehr Spielraum gibt in vielerlei Hinsicht und ja auch den natürlichen Prozess, denke ich, unterstützt und vielleicht Interventionen auch verhindern wird, auch in der Zukunft und hoffentlich nicht nur hier, sondern auch in anderen Kliniken. Erstmal drehen wir jetzt nochmal die Kamera. Darf ich euch vorstellen, heute ist nämlich die Frau vom Feld bei mir. Hallo. Die Charlotte ist auch eine der Assistenzärztinnen, war ja auch schon in einigen Videos mit dabei. Jetzt seit längerem nicht, glaube ich. Stimmt. Und genau, also heute geht es um den vorzeitigen Blasensprung und was man bei vorzeitigen Blasensprung dann unternehmen sollte. Einmal zu Hause vorher, da sage ich jetzt was dazu, wenn es zu Hause passiert. Und die Charlotte wird dann gleich erklären und erzählen, was wir in der Klinik denn so mit euch machen. Ein vorzeitiger Blasensprung ist erstmal definiert als ein Blasensprung, also ein Reißen der Fruchtblase vor Wehenbeginn. Und demgegenüber gibt es auch den frühzeitigen Blasensprung. Das wäre ein Blasensprung, der in einer frühen Phase der Geburt, aber schon unter Wehen passiert. Und der rechtzeitige Blasensprung, das wäre der, der dann erst irgendwann ziemlich zum Schluss oder vielleicht sogar ganz am Ende in der Austrittsperiode beim Mitschieben passiert. Manchmal haben wir auch Babys, die kommen mit einer Glückshaube auf die Welt. Davon sprechen wir immer, wenn quasi zumindest der vorangehende Teil der Fruchtblase heile geblieben ist, wenn der Kopf schon geboren ist. Das sieht man nicht so häufig und ist aber ganz faszinierend, wenn das passiert. Ungefähr 10% der Geburten starten mit einem Blasensprung und nicht mit Wehen. Also ist es gar nicht mal so selten. Gefühlt würden Frau vom Feld und ich sogar denken oder einschätzen, dass es hier häufiger ist. Aber in der Literatur, hatte die Charlotte das jetzt rausgesucht, steht 10%. Ich würde eher so 20% schätzen. Aber das ist ein Gefühl, habe ich jetzt für uns aktuell nicht ausgewertet. Ja, wenn das zu Hause passiert, was sollt ihr dann machen? Erstmal warten. Das ist eigentlich die Devise, weil solange der Blasensprung alleine daherkommt und ihr noch gar keine Geburtswehen oder Schmerzen verspürt, dann passiert da erstmal gar nicht so viel. Und das steht auch in der neuen Leitlinie, dass man eigentlich erstmal Zeit hat und man muss auch nicht sofort, wenn die Fruchtblase reißt, sich hier bei uns vorstellen im Kreißsaal, sondern wenn man normale Kindsbewegungen spürt, wenn man sich wohlfühlt und wenn das Fruchtwasser nicht irgendwie ganz grünlich aussieht, sondern relativ klar, dann ist es überhaupt kein Problem, zu Hause zu bleiben. Bis zu 12 Stunden empfehlen wir das sogar. Also der Vorteil ist der, dass ihr dann nicht hier im Krankenhaus wartet, sondern in eurer gewohnten Umgebung. Und in ganz vielen Fällen, da sagt Charlotte aber später noch was dazu, wie häufig das denn ist, aber häufig geht es auf Grundlage des Blasensprungs dann auch irgendwann los. Ihr müsst natürlich nicht 12 Stunden zu Hause warten, haben die wenigsten die Nerven dafür. Ganz viele kommen dann auch relativ schnell, das ist auch okay so, aber ihr könnt warten. Ja, es gibt keinen Grund, ganz, ganz schnell hier hinzukommen. Noch viel weniger gibt es einen Grund, bei einer Termingeburt irgendwie sich hinzulegen und einen Krankenwagen anzurufen. Also ihr dürft ganz normal aufrecht selber zu uns kommen.
die Empfehlung eines Hinlegens oder Krankenwagens ist einfach falsch. Es gab in großen Studien, die auch in der Leitlinie dann zitiert wurden, einen einzigen Fall eines Nabelschnurvorfalls bei vielen, vielen tausend Blasensprüngen, die da untersucht wurden. Und da wusste man auch gar nicht, war das jetzt eine Schädellage oder wie lag das Kind und so weiter, waren keine näheren Infos. Deswegen ist ganz klar keine Empfehlung, sich beim Blasensprung hinzulegen. Ich sage dann auch immer, wenn man einen Blasensprung hat und liegt, dann fließt meistens sogar ein bisschen mehr Fruchtwasser ab, weil dann das Köpfchen, das ja meistens vorangeht, unten nicht den Ausgang abdichtet. Und wenn man im Stehen oder aufrechten Position ist, dann ist es doch so, dass eher sogar weniger Fruchtwasser austritt. Genau, und das ist auch zu der Frage, was ist, wenn man weiß, dass das Köpfchen noch nicht ganz tief im Becken liegt und das Fruchtwasser schwallartig austritt. Trotzdem gibt es keine Empfehlung, sich hinzulegen. Das muss nicht ganz, ganz tief im Becken sein. Wenn der Kopf unten ist, ist das ausreichend. Auch sogar, wenn es eine Beckenendlage ist und der Popo eindeutig unten ist und nicht die Füße oder so, dann ist es auch genau das Gleiche. Ja, aber sprechen wir heute eher über die Schädellagengeburt. Genau, dann noch ganz kurz, bevor ich jetzt rübergebe. Es gibt halt selten auch mal einen hohen Blasensprung. Also den klassischen Blasensprung werdet ihr merken. Manche sind sich ja halt auch unsicher. Merke ich das? Also das merkt man schon. Dann kommt auch mal schwallartig was und immer mal wieder. Und das ist einfach nass und kann man eigentlich ganz gut unterscheiden. Es kann aber auch mal sein am Ende der Schwangerschaft, dass das Köpfchen auf die Blase drückt und dass man unwillkürlich ein bisschen Urin verliert. Das kann halt dann auch mal ein Fehlalarm sein. Oder man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist mehr Ausfluss und sehr wässrig. Dann kann das einfach nur mehr Ausfluss sein, der zum Ende der Schwangerschaft ja auch zunimmt. Aber es kann auch ein hoher Blasensprung sein. Das heißt, dass die Fruchtblase nicht unten irgendwo am Ausgang aufreißt und viel abfließt, sondern ein ganz kleines Loch vielleicht irgendwo an einer anderen Stelle weiter oben an der Gebärmutter, in der Gebärmutter passiert ist. Und dann kann es auch mal sein, dass das nicht so ganz eindeutig ist. Wenn ihr euch da unsicher seid, dann solltet ihr auf jeden Fall vorbeikommen, damit man das dann überprüfen kann. Im klaren Fällen ist es für uns immer eindeutig, da müssen wir nichts großartig untersuchen. Da ist es eine Blickdiagnose, sage ich mal. In unklaren Fällen gibt es einen Test, der ähnlich funktioniert wie ein Schwangerschaftstest, nur dass man da halt einen Tupfer nimmt und hinten aus dem Scheidengewölbe dann ja, die Flüssigkeit oder das überprüft und dann wird einem halt angezeigt, ob es ein Blasensprung ist oder nicht. Genau. So, ich schaue nochmal, ob da noch eine Frage war. Eine war da noch. Genau, zu der Streptokokkenfrage geht's gleich, kommen wir gleich da drauf. Dann schwenke ich die Kamera und gebe ab an die liebe Charlotte. Ja, hallo erstmal auch von mir. Schön, dass ihr uns wieder zuschaut, wenn wir was über den Blasenschwung erzählen. Ja, also was passiert, wenn ihr dann bei uns in der Klinik ankommt? Erstmal meldet ihr euch wie gewohnt beim Kreißsaal. Das ist die erste Anlaufstelle für euch. Eine Hebamme wird euch in Empfang nehmen, wird euch begrüßen, wird euch fragen, wie es euch geht und macht dann in der Regel erstmal ein Aufnahme-CTG. So ungefähr 20 Minuten bis eine halbe Stunde gucken wir uns an, wie die Herzfrequenz des Babys ist, wie es dem Baby so geht. Und wenn das fertig ist, dann wird entschieden, ob ihr einmal auch einen kurzen Kontakt mit uns Ärzten braucht, nämlich wenn nicht ganz klar ist, ist das ein Blasensprung oder ist das kein Blasensprung, was der Benedikt gerade schon erzählt hat, dass wir halt gegebenenfalls einmal einen Test machen, um zu bestätigen, ja, das ist wirklich ein Blasensprung oder den halt auch ausschließen. Wenn wirklich ganz viel Fruchtwasser einfach abläuft, dann ist das gar nicht mehr notwendig. Dann seht ihr uns Ärzte gegebenenfalls auch gar nicht, sondern die Hebamme kümmert sich einfach um eure Aufnahme. Ihr kriegt ein Zimmer. Genau, und das wird alles erstmal organisatorisch in die Wege geleitet. Dann kriegt ihr einmal eine Blutentnahme, unser sogenanntes Aufnahmelabor. Das machen wir einfach, weil wir wissen wollen, wie sind die Infektionswerte gerade bei euch im Blut. Das ist nämlich so ein bisschen die Krux am vorzeitigen Blasensprung, nämlich die Infektion. Weil wenn die Fruchtblase gesprungen ist, ist praktisch die Schutzhülle, die das Baby umgeben hat, nicht mehr intakt und es können prinzipiell Bakterien, die sich ganz natürlicherweise in der Scheide befinden, aufsteigen, hoch in die Gebärmutter zu eurem Baby und da eine Infektion verursachen.
Wenn also die Infektwerte jetzt in dem Aufnahmelabor ganz unauffällig ist, müssen wir gar nichts weiter erstmal machen. Da warten wir 24 Stunden ab, bevor wir eine weitere Kontrolle machen. Also, dass wir auch da den Verlauf sehen, steigt das an oder nicht. Sollten die Infektwerte schon ein bisschen erhöht sein, kann das sein, dass wir diese Kontrolle schon ein bisschen vorher machen. Zum Beispiel nach 12 Stunden oder wenn die ganz dramatisch hoch sein sollten, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, vielleicht sogar schon früher. Auf vaginale Untersuchungen verzichten wir erstmal beim vorzeitigen Blasensprung, weil das Studien einfach gezeigt haben, dass eine erhöhte Rate von vaginalen Tastuntersuchungen auch ein erhöhtes Risiko für eine Infektion bedeuten, weil einfach immer mit dem Finger am Handschuh immer ein paar Bakterien damit rein verschleppt werden und wir das einfach verhindern wollen. Genau. Dann, wenn ihr bei uns auf Station seid, kommt ihr ungefähr alle 4 Stunden in den Kreissaal. Die Hebammen kontrollieren eure Temperatur. Ihr solltet euch melden, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr irgendwie merkt, ihr fühlt euch vielleicht krank, wenn das Fruchtwasser die Farbe verändert, also wenn das vielleicht eher von klar auf grünlich wechselt oder wenn das irgendwie anfängt, unangenehm zu riechen. Solltet ihr euch melden und natürlich auch jederzeit, wenn sich bei den Kindsbewegungen, die ihr so gewohnt seid, irgendwas ändert, ne? Oder einfach auch, wenn ihr euch unsicher seid, jederzeit einfach beim Kreißsaal melden und dann kümmern wir uns um euch. Genau. Dann nehmen wir jetzt mal an, es sind schon 12 Stunden vergangen nach dem Blasensprung, dann würden wir eine Antibiotika-Prophylaxe starten. Das machen wir einfach, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass das eine Infektion sowohl bei euch als auch beim Baby verringert, das Risiko dafür. Es besteht einfach die Gefahr, dass sich die Gebärmutter zusammen mit der Plazenta und mit dem Fruchtwasser, mit den Eihäuten infiziert oder dass das Baby nach der Geburt auch Probleme mit einer Infektion hat und die Kinder haben einfach in dem jungen Alter noch nicht so das Immunsystem, was wir Erwachsene ausgebildet haben. Das bedeutet, die können eine Infektion einfach deutlich schlechter bekämpfen. Genau. Das wollen wir einfach verhindern, dadurch, dass wir euch die Antibiotika-Prophylaxe geben. Die Gefahr von so einer massiven neugeborenen Infektion, die beträgt nur 1%. Also man könnte sich auch fragen, dass es jetzt so sehr unwahrscheinlich ist, das denn überhaupt notwendig. Aber auch wenn 1% noch ein relativ niedriges Risiko ist, ist es doch schon so, dass das Risiko im Vergleich zu einer intakten Fruchtblase verdoppelt ist. Da beträgt das Risiko nur 0,5%. Und das ist ja schon ein Sprung, weswegen wir einfach sagen, dass sich das lohnt, da einmal vorsorglich ein Antibiotikum zu geben. Genau, jetzt komme ich auf die Beta-Streptokokken zu sprechen. Da kam ja gerade auch die Frage, da ist es so, wenn diese Bakterien... Warte mal kurz. Ja? Stell das nochmal klar. Bei mir wurde die Antibiose bereits nach 12 Stunden begonnen. Ja, das machen wir so. Sagt, also das genau. Wird nämlich gerade das ist, ja, das so ist das, der richtige Vorgang. Also wir empfehlen das nach 12 Stunden. Genau, ja. Vielleicht kam das gerade nicht ganz gut rüber, wie ich das gesagt habe, aber ich meinte, nach 12 Stunden fangen wir regelhaft mit der Antibiotikagabe an. Sollte jetzt die Frauenärztin im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge bei euch diese Beta-Streptokokken-Bakterien in der Scheide nachgewiesen haben und ihr habt einen Blasensprung, dann würden wir tatsächlich sofort anfangen mit der Antibiose. Da geben wir euch Penicillin, einfach weil die Streptokokken in der Scheide auch eine Infektion beim Baby auslösen können und ihr dann sofort einen Schutz benötigt. Genau, jetzt schreitet die Geburt. Wie häufig muss man Antibiotika geben? Das würdet ihr alle 12 Stunden dann kriegen. Also einmal 12 Stunden nach dem Blasensprung und dann weiter fortschreitend alle 12 Stunden. Sollten die Infektwerte deutlich steigen, kann man das auch ein bisschen verkürzen, die Abstände zum Beispiel alle 8 Stunden. Dann würdet ihr es dreimal täglich kriegen. Ja. Genau. Wenn jetzt die Geburt weiter fortschreitet, also ihr seid hier bei uns, ihr entwickelt langsam Wehen, manche Frauen mehr, manche Frauen weniger, dann befinden wir uns jetzt schon zum Beispiel 24 Stunden nach dem Blasensprung, dann sind wir jetzt an dem Zeitpunkt, wo wir eine Geburtseinleitung euch empfehlen würden, entsprechend der neuen Leitlinie. 60% aller Frauen entwickeln schon während dieser 24 Stunden ganz von selber muttermundswirksame Wehen und wir müssen das nicht machen. Bei den Frauen, bei denen das nicht eingetreten ist, würden wir halt die Geburtseinleitung anraten, einfach damit ihr nicht
zu lange mit diesen steigenden Infektwerten hier bei uns auf Station liegt und es ist einfach nicht absehbar ist, dass das Baby kommt. Gegebenenfalls empfehlen wir euch auch die Einleitung schon etwas früher, wenn ihr zum Beispiel einen Temperaturanstieg habt, wenn wir im CTG sehen, dass die Herzfrequenz des Babys deutlich hoch ist oder höher als normal ist. Das sind alles Anzeichen für eine Infektion, die sich bei euch im Körper breit macht. Und dann sollte vielleicht eher rascher die Geburt angestrebt werden, dass euer Baby dann auch zur Welt kommt. Genau. Nach der Geburt seid ihr bei uns auf Station, werdet weiter von den Krankenschwestern betreut. Gegebenenfalls ist es so, dass wir euch nach einem langen vorzeitigen Blasensprung nicht empfehlen, ambulant zu gebären, also nicht sofort das Krankenhaus zu verlassen, sondern zur Beobachtung noch etwas länger bei uns zu bleiben, dass wir einfach sehen, wie es euch geht und ob ihr noch eine Infektion entwickelt. Vor allen Dingen, wie Benedikt gerade sagte, auch wie es dem Baby geht, ne? Ob es irgendwelche Anzeichen von einer Infektion hat. Die Kinderkrankenschwestern machen eventuell eine Kontrolle der Blutwerte, auch beim Baby. Und das ist der Fall, wenn der Blasensprung 18 Stunden bestanden hat. Also wenn zwischen dem Blasensprung und der Geburt mindestens 18 Stunden vergangen sind, dann machen sie 12 Stunden und 24 Stunden nach der Geburt einmal eine Laborkontrolle. Sollte diese erste Kontrolle 12 Stunden nach der Geburt schon unauffällig sein, dann kann man den Zeitraum auch ein bisschen erweitern. Dann wird das Baby nicht nach 24 Stunden nochmal gepiekst, sondern erst nach 36 Stunden, wenn auch der Stoffwechseltest ansteigt. Das ist eigentlich ganz nett, dann wird dem Baby ein Piekser erspart. Genau, das war es erstmal von mir, so zum Ablauf. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, könnt ihr die gerne stellen. Vielleicht hat der Benedikt noch irgendwas, was er ergänzen möchte, was ich vergessen habe. Genau. Nicht mal so heute. Im Moment kommt keine Frage, vielleicht kommt noch eine. Okay. Gib mir noch mal einmal das. Ja. Ja, super. Lieben Dank, Charlotte. Genau, also es war eigentlich schon relativ allumfassend, was sie erzählt hat. Vielleicht noch ein, was jetzt bei uns ja nicht so häufig vorkommt, wenn es doch eine Frühgeburt ist vor der 37+0 Schwangerschaftswoche, dann kann das sein, dass das Management mit dem Blasensprung doch ein bisschen anders gehandhabt wird. Also in dem Perinatalzentrum bei einem sehr frühen Blasensprung, da wird auch Antibiotikum gegeben, aber es wird dann natürlich versucht, die Schwangerschaft noch weiterzutragen. Ja, dass man dann, da würde man natürlich nicht jetzt automatisch nach 24 Stunden die Geburt schon einleiten, wenn das in einer extrem frühen Woche ist. Und in diesen Übergangswochen, sagen wir mal, zwischen 34 und 37 plus 0, gibt es halt auch die Empfehlung oder kann man auch überlegen, abzuwarten, Antibiotikum zu geben, abgedeckt zu sein, die Infektion einfach zu verhindern und dem Kind da auch noch ein paar Tage Wachstum in der Gebärmutter zu gönnen, weil die da auch von profitieren und dann seltener nachher Probleme haben mit der Atmung. Genau. Jetzt ist hier noch eine Frage. Also ist es nicht so, dass wenn die Fruchtblase gesprungen ist, das Kind innerhalb von 24 geboren sein muss? Nein, definitiv nicht. Also es ist, wie Charlotte gerade schon sagte, es ist ganz häufig so, dass innerhalb der 24 Stunden, die wir warten, bevor wir einleiten, von alleine schon Geburtswehen beginnen. Aber dann, wenn das nicht so ist, dann fangen wir nach 24 Stunden mit der Einleitung an. Und wenn dann das Baby den Tag nicht kommt und alles ist stabil, dann kann man das auch noch einen Tag danach machen. Man kann auch 3 oder 4 Tage eingeleitet werden. Also das Baby hat kein Problem, wenn es ein paar Tage Blasensprung hat, solange keine Infektion in der Gebärmutter ist. Ja, da gibt's keine Grenze. Die Grenze setzt im Prinzip die Infektion. Also wenn Fieber kommt, wenn die Infektionszeichen im Blut stark ansteigen, dann ist irgendwann eine Grenze erreicht. Jetzt ist der Mechanismus des Körpers aber auch so, dass diese Entzündungsreaktion häufig auch zu Wehen führt, nur wenn der Körper da zu spät ist, ja, und die Einleitung vorher nicht greift, dann kann das auch mal sein, dass man aus diesem Grund dann irgendwann sagt, wir müssen besser jetzt einen Kaiserschnitt machen, weil die Infektion dann doch irgendwann gefährlich werden könnte. Genau, aber man kann beim Blasensprung auf jeden Fall kann es manchmal auch dauern, aber auch eine Einleitung nach Blasensprung gelingt, wenn man die dann nach 24 Stunden circa macht,
Wir lassen manchmal auch 26 oder 28 Stunden warten. Wenn ihr nachts den Blasensprung hattet, dann machen wir bestimmt nicht nachts um 3 dann die Einleitung, dann machen wir es eher am Morgen. Also so ein bisschen hat man da auch Spielraum, ne? Das sind auch Empfehlungen und auch häufig so Kann-Empfehlungen in der Leitlinie, gar nicht unbedingt, dass man das alles so muss, aber es macht schon Sinn. Auch mit dem Antibiotikum nach 12 Stunden, da steht auch in der Leitlinie, das kann empfohlen werden. Wir haben da gute Erfahrungen mitgemacht, genauso, dass wir auch hier Blut abnehmen ganz am Anfang. In der Leitlinie steht, man soll erst nach, oder man kann auch 24 Stunden warten, bevor man Blut abnimmt, wenn man immer fleißig Temperatur misst. Aber wir haben halt manchmal doch Frauen, die auch kommen und den Blasensprung nicht bemerkt haben. Wir machen den Test und dann sind sie ganz erstaunt und wissen gar nicht, wann der Blasensprung war, weil es halt so ein hoher Blasensprung war. Wir nehmen Blut ab und dann ist da initial irgendwie schon, sind die Entzündungszeichen schon hoch. Und deswegen haben wir gesagt, in dem Fall weichen wir so ein bisschen von der Leitlinie ab, machen ganz am Anfang, weil wir da eh Blut abnehmen. Auch die Kollegen der Anästhesie wollen das für eine mögliche PDA immer ganz gerne, so eine Gerinnung und ein Blutbild für den HB, und dann nehmen wir am Anfang einmal Blut ab und dann aber allerdings erst wieder nach 24 Stunden, wenn alles gut ist. Genau. Ja, sehr, sehr schön. Ich sehe jetzt hier keine weiteren Fragen. Schön, dass wieder viele zugeschaut haben. Das Video bleibt natürlich online, wie immer. Und in der nächsten Woche kommt die Lisa und berichtet mit mir über geburtsvorbereitende Maßnahmen. Das machen wir zweimal, also ein Zweierblock, weil es da doch einiges zu erzählen gibt. Und da wird noch ein Hinweis. Es kann natürlich sein, das ist auch richtig, weiß nicht, ob wir es gerade schon gesagt haben, wenn initial im Blut schon Entzündungswerte sind, dann kann das auch mal sein, dass unsere Empfehlung ist, jetzt nicht 24 Stunden mit der Einleitung oder nicht 12 Stunden mit dem Antibiotikum zu warten. Dann kann es halt auch sein, dass wir da ein bisschen früher schon was machen wollen. Das ist natürlich immer vorausgesetzt, bei der initialen Untersuchung ist erstmal alles unauffällig, dass man diese langen Zeiträume dann abwarten kann. Genau, wie gesagt, nächste Woche Donnerstag und darauf die Woche Dienstag, glaube ich. Und dann ist auch schon wieder Infoabend und arbeiten wir auch bald noch ein paar weitere Themen der Leitlinie ab, Überwachung in der Geburt und die Geburtsphasen, wie die jetzt definiert worden sind neuerdings. Da freuen wir uns drauf und ich wünsche allen, wie gehabt, einen schönen Nachmittag und schwenk noch mal einmal zur Charlotte rüber und sag schon mal Tschüss. Tschüss, auch von mir. Schönen Tag noch. Und Tschüss.